ich. Dankeschön. Darf ich. Darf ich. Ja. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend dürfen. Du bist jetzt auch da. Also so. Ja, genau. Wir freuen uns, dass wir bei einer von den letzten Sendungen von Jacobo Müller noch dabei sein dürfen. Ja, ich freue mich auch, weil wir möchten eigentlich mit unserem Auftritt heute am Victor und am Mike Mut machen und ein bisschen zeigen, dass wir, wenn wir nach einer langen Zusammenarbeit auch mal etwas alleine machen können. Und zwar ich. Also ich würde. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja. Also du wärst jetzt nicht da. Genau, ich wäre nicht da. Genau. Ja. Ja, also du wärst, ich weiß nicht, dahinter, glaube ich, oder so, als Beispiel. Als Beispiel, ja. Zum Beispiel dahinter. Ja, genau. Ja. Das ist gut, ja. Nein, das ist, also jetzt. Ich meine, es wäre jetzt. Jetzt wäre ich nicht da, weil das können sich die Leute ja vorstellen. Nein, das können die sich nicht vorstellen, dass, also für das, dass du jetzt nicht da bist. Also, okay, meine Damen und Herren, ich wäre jetzt nicht da. Ist gut, sie können sich das vorstellen. Nein, ich finde, du bist jetzt gerade extrem da, für das du nicht da bist. Nein, das Fernsehen, das kann man nachher nicht wegschneiden im Fall. Also, ich meine, wir wollen Ihnen zeigen, dass man etwas als Zweite alleine machen kann. Und das finde ich gerade als Zweite recht schwierig. Also, du meinst alleine? Alleine, alleine. Ach so! Mhm. Hey, okay, dann machen wir es aber ganz anders. Ja. Dann machen wir es so, okay. Ich wäre nicht da. Hey, ich wäre hinten zum Beispiel. Ja, genau. Hey, dass uns das nicht früher in den Sinn gekommen ist. Jawohl. Okay, hey. Toi, toi, toi. So, einfach. Du hast den Text vergessen. Nein, das ist Text. Das ist genau Text. Baby, 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 baby ist der Text. Nein, baby, 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 baby. Also 64 Mal, ich kann es auszählen. Nein, das ist eine Leistung. 64 Mal, 64 baby, Mal. Baby, baby. Absolut. Und sonst nichts. Doch, also sie macht Varianten. Also manchmal macht sie noch so baby. Oh. Ah, das ist alles. Nein, nein, ich mache sie lalalala, weil sie den Text vergisst. Ah. Also Baby, Baby und lalalala. Ja. Also mit dem gönnt man auch keinen Literaturnobelpreis. Nein, nein, aber ich sage. Und wo er denn da Botschaft? Am Schluss singt sie You know it ain't right. Ah. Mhm. Und was heißt das? Das ist Englisch und heißt You know it ain't right. So, das ist ein super Song von der Rose Murphy. Wie heißt die? Rose Murphy. Kann ich der mal anrufen? Nein, kannst du nicht. Die ist nicht daheim. Die ist vor 25 Jahren gestorben. Und weißt du, wie ist der Titel? Der ist super. Darf ich röteln? Baby. Nein, Baby, Baby. Na ehrlich, das kennt man, das Lied. Ja, kannst du jetzt jeden fragen, der sich auskennt mit Musik? Das jeder, kennt jeder. Das weiß jeder. Du kannst... Okay, Sie kennen alle das Lied. Mike, kennst du das Lied? Victor? Oder warte mal. Jemand, der sich mit Musik auskennt, da ist doch früher noch ein Fräulein da Gabo gesessen. Ja. Das wäre super, wenn die jetzt hier wäre. Wenn... Fräulein, super, bist du da? Ja. Bist du immer noch da? Also, eigentlich wäre ich nicht da. Ah, du wärst nicht da, bist, aber das ist mir vorher auch so gegangen. Dann bin ich da gewesen und habe gesagt, ich wäre nicht da, dabei bin ich aber da. Was geht's? Und Musik. Du kennst dich doch aus mit Musik. Ja. Du hast doch das Konzi. Nein. Aber du weißt, was es ist. Ja. Okay. Kennst du das Lied Baby? Baby? Nein. Ah, du meinst du Baby Baby? Ah, von der Rose Murphy? Ja klar, also, das könnte jetzt jeder. Ja. Könnte jeder. Ja. Könntest du das mal richtig singen? Ja.